Hallihallo, Magic Kumi wieder da. Und heute geht's weiter mit dem ganz normalen dein Trickzeug. Also sind wir jetzt immer noch auf Staffel 1, sind wir bei Folge 2 Zukunftstrick. Los geht's. Also, zu Beginn kann das Kartenspiel frei gemischt werden. Und bevor ich es vergesse, ich benutze hier das Robocycle Deck vom Bicycle. So, also. Komplett gemischt, kann man gerne Zuschauer machen. Und jetzt suche ich mir eine Vorhersagenkarte aus. Okay, ja. Gut. Jetzt gebe ich das Kartenspiel dem Zuschauer in die Hand und er macht dann Folgendes: Er legt so viele Karten von oben nach unten, wie er will. Man kann ein paar mehr nehmen, so größere Stapel, bis er sagt, es reicht ihm. Wenn das fertig hat, dann kann der Stapel weg und er nimmt das hier und macht hier zwei Stapel. Und jetzt darf der Zuschauer einen der beiden Stapel wählen. Sagen wir, er wählt den hier. Dann drehen wir um und sehen, es ist die Pik 8. Und diese Karte gibt die Farbe an, also ob es Pik oder Kreuz oder Herz oder Karo ist. Also ist die Karte schon mal Pik. Und dieser Stapel gibt dann jetzt den Wert an. Und es ist ein König. Also ist die Karte der Pik König. Und meine Vorhersage war der Pik König. Sehr schönes Deck übrigens, finde ich. Diesen Robotern. Also, kommen wir zur Erklärung des doch recht einfachen Kartentricks. Man braucht kein Setup, weil einfach loslegen und das Kartenspiel komplett durchgemischt. Wenn man dann durchgeht, gucken wir uns als erstes die obersten beiden Karten an. In meinem Fall jetzt Herz Junge und Karo, Kreuz 4. Und dann nehmen wir jetzt entweder die Herz 4 oder den Kreuz Jungen, ist egal, was man zuerst findet, und sucht sich dann als Vorhersage raus. Hier, Karo 4. Nein, wir suchen Herz 4. Wollte ich ihn? Ja, doch, Herz 4. Herz 4. Oder Kreuz Jung. Wir sind Kreuz Jung. Den tun wir der Vorhersage raus. Und dann nimmt der Zuschauer die Karten in die Hand und er kann die Karten von oben nach unten legen. Aber ich wisst ja, dass er zuerst die ersten beiden Karten einzeln legt, damit die ganz unten kommen. Also ich sag so, leg mal eine Karte nach unten und dann, wenn er ein bisschen gemacht hat, kannst du sagen, kannst du auch gerne ein paar mehr nehmen. Aber die ersten Karten müssen einzeln gelegt werden, damit die ganz unten liegen, die beiden Karten. Dann legt er ein bisschen was drauf, bis er keine Lust mehr hat. Und dann, wenn er die Stapel bildet, ist auf jeden Fall so, dass die untersten beiden Karten bei den Spitzen kommen. Weil ganz logisch eigentlich. Denn ich lege es einfach hier und hier drauf und sind auf jeden Fall ganz oben. Und dann sollst du den Stapel wählen und dann guckt ihr, dreht um und denkt, ihr wisst ja, ich habe hier den Kreuz Jungen, also wisst ihr, dass das hier der Herzjunge den Wert angeben muss, also Junge. Und dann sagt ihr, der Stapel hier gibt dann den Karwan, also Kreuz. Also Kreuz Junge, Baba, Kreuz Junge da, Illusion perfekt. Das war auch schon der ganze Trick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss.